Amtsende 2019. Ja, und damit, meine Damen und Herren, wechseln wir flugs nach Berlin ins Auswärtige Amt, wo Bundesaußenministerin Baerbock heute den armenischen Außenminister Mirzoyan zu Besuch hatte. Worum es ging, worüber Sie gesprochen haben, werden Sie in den nächsten Minuten berichten bei Ihrer Pressekonferenz. Und wir hören dort jetzt live rein. Zunächst möchte ich aber ein paar Worte zur Erdbebenkatastrophe sagen. Die Bilder aus der Türkei und Syrien sind erschütternd. Menschen, die mit bloßen Händen in den Trümmern nach ihren Lieben suchen. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und allen, die noch immer um ihre Familien, Freunde und Nachbarn bangen. Und ich weiß, dass das auch viele Menschen hier bei uns im Lande tun, die noch immer nicht die ersehnte Nachricht erreicht hat, dass ihre Freunde oder Verwandten endlich in Sicherheit sind. Gemeinsam mit unseren Partnern und der EU haben wir für die Menschen vor Ort Hilfe schnellstens auf den Weg gebracht. Bereits gestern habe ich meinem türkischen Amtskollegen unsere Solidarität übermittelt. Aber auch in Syrien, wo die Menschen unter dem Assad-Regime auf keine Hilfe hoffen können, unterstützen wir über unsere humanitären Partner, so gut es geht, zum Beispiel mit zusätzlich 1 Million Euro für Malteser International, die dort vor Ort sind. Wir werden auch weitere Gelder freigeben und auf einen humanitären Zugang für Syrien drängen. In die Türkei sind bereits deutsche Suchtrupps gekommen. Weitere werden kommen und folgen, um bei der so dringenden Bergung bei eisigen Wintertemperaturen zu helfen. Wir beide haben uns zuletzt im Herz getroffen und wie gesagt freue ich mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit hatten, auch bilateral vertieft Gespräche führen zu können. Im Jahr 2022 haben wir 30 Jahre bilaterale Beziehungen gefeiert. Aber die Wurzeln zwischen unseren Ländern reichen natürlich schon viel länger zurück. Ich bin besonders froh über die engen menschlichen Beziehungen. Dafür stehen sage und schreibe 49 bilaterale Hochschulkooperationen zwischen unseren Ländern. Und wir verhandeln gerade ein neues Kulturabkommen. Das ist wichtig, denn Außenpolitik findet eben nicht nur zwischen Ministerien, zwischen Ministerinnen und Ministern statt, sondern vor allen Dingen zwischen den Menschen dort, wo das Vertrauen, das Interesse und auch das Miteinander zwischen den Menschen wächst. An Theatern, an Filmsets, Ateliers, Gedenkstätten und wie gesagt gerade auch Universitäten. Dabei kann auch der Ausbau des Goethe-Instituts in Erivan zu einem richtigen Goethe-Institut helfen, was wir gerne vom Auswärtigen Amt auf den Weg bringen wollen. Wir haben natürlich viel darüber geredet, wie die Lage im Südkaukasus in Ihrem Land, in Ihrer Region ist, denn sie ist alles andere als einfach. Das ist uns hier in Deutschland sehr wohl bewusst. Darum gleich vorweg. Deutschland bekennt sich zur Souveränität und territorialen Integrität sowohl Armeniens als auch Aserbaidschans. Die Wiederherstellung der Unabhängigkeit der beiden Länder im Jahr 1991 war eine wichtige Weggabelung in der Region. War es aber auch, seitdem haben 30 Jahre Konflikt um Bergkarabach enormes menschliches Leid verursacht. Häuser wurden zerstört, Menschen haben ihr Leben verloren, die Wunden sind unglaublich tief. Wir machen uns daher keine Illusion, eine Lösung kann es nicht über Nacht geben, zumal es zuletzt leider wieder Rückschritte gegeben hat. Die prekäre humanitäre Lage im Bergkarabach ist ein trauriges Beispiel dafür. Aufgrund der seit Mitte Dezember andauernden Blockade der einzigen Verbindungsstraße sind in der Region die Lebensmittelregale fast leergefegt. Es fehlt an Medikamenten, es fehlt, wie gesagt, an Lebensmitteln. Familienmitglieder sitzen in Armenien fest, kommen nicht mehr zurück zu ihren Angehörigen. Schulkinder müssen bei diesen eisigen Temperaturen frieren, weil auch die Energielieferung abgeschnitten ist.
Darum ist es so wichtig, dass die Blockade des Latschin-Korridors umgehend beendet wird. Hier stehen Aserbaidschan und Russland in der Pflicht. Gemeinsam haben wir in der EU vor kurzem eine neue zivile EU-Mission auf armenischem Staatsgebiet entlang der internationalen Grenze beschlossen. Die Mission soll durch Präsenz, durch Gespräche mit den Menschen für ein Mehr an Stabilität und vor allen Dingen Vertrauen sorgen. Und es geht dabei um so konkrete Punkte wie eine Hotline zwischen Hauptstädten, zwischen Lokalbehörden. Denn wir haben in den letzten Jahren leider erleben müssen, dass jeder kleine Funke zum lokernden Feuer werden kann. Belastbare Kommunikationskanäle verringern daher das Risiko und lindern menschliches Leid. Deutschland übernimmt Verantwortung bei dieser EU-Mission. Wir werden uns mit Beamtinnen und Beamten der Polizei des Bundes und der Länder sowie mit zivilen Expertinnen und Experten beteiligen. Deutschland wird dabei nicht nur einen erheblichen Anteil des Personals stellen, sondern auch den Leiter der EU-Mission. Als EU haben wir klipp und klar gesagt, unsere Mission dort ist eine neutrale Beobachterin. Das war und es ist mir persönlich wichtig, denn auch Aserbaidschan soll von dem Mehr an Sicherheit profitieren. Aber der Weg in eine tatsächliche friedliche Zukunft, auf die so viele Menschen in der Region seit langem hoffen, führt nur über Verhandlungen. Wir unterstützen daher die Vermittlerrolle von EU-Ratspräsident Charles Michel. Vertrauen ist dabei das wichtigste Gut bei diesen Bemühungen. Beide Seiten fragen sich, sind wir nach einem Friedensschluss wirklich sicher? Sind die Rechte unserer Minderheiten geschützt? Wie finde ich endlich Ruhe im Schmerz um die vielen seit Jahren Vermissten? Auch hier wollen wir einen Beitrag leisten und wir haben daher heute über vier konkrete Felder der Zusammenarbeit gesprochen. Erstens, Deutschland unterstützt bei der Bergung, Identifizierung und Rückführung von Verstorbenen, die in und um Bergkarabach vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes durchgeführt werden. Das hilft, Wunden zu heilen und Vertrauen aufzubauen. Zweitens, die internationale Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan ist an vielen Stellen noch nicht demarkiert. Immer wieder kommt es zu Schutzwechseln, immer wieder sterben Menschen. Ohne eine klare Grenze rückt die Chance auf Frieden in weite Ferne. Deutschland bietet daher an, mit Expertise bei der Grenzdemarkierung zu helfen. Drittens, noch immer töten Minen Menschen in Bergkarabach und den umliegenden Gebieten. Von Minenräumen, bei denen Deutschland bereits jetzt unterstützt, profitieren alle Menschen in der Region, denn eine Landmine macht keinen Unterschied zwischen Nationalitäten. Und viertens, wir wollen auch schauen, wo wir im Sicherheitsbereich zwischen unseren beiden Ländern zusammenarbeiten können, zum Beispiel bei der Cybersicherheit, weil wir auch hier die Sorgen vor dem destabilisierenden Einwirken von Russland deutlich hören. Unser Engagement im Südkaukasus ist kein Selbstzweck, sondern liegt in unserem eigenen europäischen Interesse. Denn wenn unsere Nachbarschaft nicht sicher ist, dann sind auch wir nicht sicher. Dauerhafter Frieden birgt auch enormes wirtschaftliches Potenzial für die Region. Und Deutschland ist der wichtigste Handelspartner von Armenien in der EU. Mit Global Gateway machen wir als EU ehrliche Angebote an die Region ohne Knebel und doppelte Agenda. Wir wollen die enge Anbindung des Südkaukasus an Europa und die stärkere regionale Vernetzung zwischen Südkaukasus und Zentralasien. Sie sehen, unser Angebot ist breit, unsere Agenda ist breit, die Felder, wo wir weiter und vertieft zusammenarbeiten können, ist breit. Und in diesem Sinne danke ich sehr für das wirklich gute Gespräch heute und freue mich auf den weiteren Austausch zwischen uns beiden, aber insbesondere zwischen unseren beiden Ländern. Herzlichen Dank. Angelika Kinn.
Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Kollegen, ich möchte zunächst einmal meiner Kollegin Frau Baerbock für meinen warmen Empfang und wunderbare und produktive Gespräche danken. Aber bevor ich da dazu übergehe, möchte ich mein Beileid aussprechen, mein Beileid wünschen den allen, die Opfer zu beklagen hatten bei den Erdbeben in der Türkei. Unabhängig davon, dass unsere Beziehungen zwischen Armenien und der Türkei hat Armenien seine Hand erreicht, gestreckt an die Türkei. Unser Ministerpräsident die Unterstützung sowohl der Türkei als auch der Syrien seine Unterstützung zugesagt. Wir als Land, was eine Katastrophe schon vor etlichen Jahren erlebt hat, sind der Ansicht, dass diese Länder nicht allein bleiben sollten in Zeiten der Katastrophe. Wir haben sehr gut feststellen können, welches hohe Niveau, das hohe Niveau der Zusammenarbeit, unsere Zusammenarbeit, die auf beidseitigem Verständnis und grundsätzlichen Demokratie. Wir haben auch festgestellt, die große Hilfe, die Hilfe Deutschland bei der Demokratie. Deutschland bei dieser Demokratisierung Armeniens. Natürlich haben wir auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern, wobei dabei natürlich festzustellen ist, Deutschland dabei der größte unserer Partner bei unseren Beziehungen mit der EU ist. Wir wissen auch, dass das deutsche Kapital auch in nennenswertem Umgang in Armenien vertreten ist. Wir müssen daran arbeiten, unsere Beziehungen noch weiter auszubauen. Wir haben natürlich auch die technische und die finanzielle Zusammenarbeit erwähnt, weil diese eine große Rolle spielt, insbesondere die Wirkung der Kreditanstalt vom Wiederauflauf ganz besonders erwähnen. Was die menschlichen Beziehungen angeht, geht es darum, die Visa-Liberalisierung zwischen Armenien und Armenien fortzusetzen. Die östliche Partnerschaft und die Zusammenarbeit zwischen Armenien und der EU. Die Gelegenheit nutzen möchte ich unseren Dank und unsere Zufriedenheit, unser Dank der EU zum Ausdruck bringen, im Zusammenhang mit ihrer Entscheidung, eine langfristige Beobachtung in der Region zu etablieren. Und wir sind die Hoffnung, bei der Etablierung des Friedens in der Region zu etablieren. Und natürlich auch daran, weil diese Mission auch die Gelegenheit hat, die tatsächlichen Verhältnisse dort vor Ort an ihre Partnerländer weiterzugeben. Während wir jetzt miteinander reden, werden in Bergkarabach 200.000 Menschen, und das geht schon seit 2 Monaten hält. Stellen Sie sich vor, seit 2 Monaten haben die Leute keine Gelegenheit, sich frei zu bewegen. Sie stehen vor einer humanitären Katastrophe, kein Gas, keine Elektrizität und all das, Familien, die auf beiden Seiten der Blockade getrennt sind, Kinder, die keine Schule besuchen und natürlich Menschen, die ärztliche Pflege bedürfen und das nicht bekommen.
Musst feststellen, dass Aserbaidschan die Verpflichtung, die sie am 9. November 2020 übernommen hat, jetzt diese mit den Füßen zertritt und die einzige Verbindung geschlossen hat. Nicht nur das, sondern auch hat Gebiete, Teile Armeniens okkupiert. All das hat eine einzige Ziel, den Druck auf die Armenier in Karabach auszuüben und sie davon nicht die Möglichkeit zu geben, in ihrer eigenen Heimat zu leben. Das ist die Antwort, das ist die Antwort Aserbaidschans, um die Rechte der Menschen in Bergkarabach zu erfüllen, was natürlich nicht der Fall ist. Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության նկատմամբ սանձազերծված ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքները խախտելով միջազգային հումանիտար իրավունքին դի հումանիտարը ադրբեջանը շարունակում է պատանդառության մեջ պահել fährt Aserbaidschan fort die armenischen Kriegsgefangenen noch unter seiner Kontrolle zu halten. Hinzu kommen natürlich Leute, die spurlos verschwunden sind und wir von denen auch gar nichts in Erfahrung bringen können. Hinzu kommen natürlich die kulturellen Denkmäler auf dem Territorium, was von ihnen kontrolliert wird und was mit denen passiert ist, ebenfalls nicht ganz klar. Ich denke, fortzusetzen ist natürlich unsere primäre Entscheidung und unsere politische Richtung. Wir haben, sehr geehrte Frau Ministerin, möchte ich Ihnen ein weiteres Mal für Ihren freundlichen Empfang und ich bin sehr daran interessiert, unseren Dialog fortzusetzen, unseren Beziehungen ein neues Leben und ich habe die Überzeugung, dass es durch beidseitige Besuchen wird und ich sage Ihnen, dass ich die Frau Ministerin zu uns nach Armenien eingeladen habe. Von der AD. Sie müssen mich ans Mikro stellen. Guten Tag, Frau Ministerin Baerbock. Mich würde von Ihnen interessieren, Sie haben das langfristige Engagement von Deutschland auch in Armenien erwähnt. Was kann Deutschland jetzt auch ganz konkret kurzfristig übernehmen, um die Situation in Bergkarabach zu entschärfen? Sie haben ja auch über die Situation gesprochen. Ja, neben den langfristigen Maßnahmen ist die Situation gerade für die Menschen in der Region Bergkarabach zum Teil katastrophal, weil lebensnotwendige Güter durch die Blockade nicht ankommen können. Das betrifft Medikamente, das betrifft Lebensmittel, das betrifft aber vor allen Dingen auch die Energieversorgung. Und im Winter bedeutet das eben, dass Alte, das Junge, das Kinder, das Familien frieren müssen. Und deswegen ist der humanitäre Zugang für uns, hat der jetzt absolute Priorität und Deutschland unterstützt nach allen Kräften und daher habe ich gerade insbesondere Aserbaidschan und Russland dazu aufgerufen, die Blockade aufzuheben und diesen humanitären Zugang zu ermöglichen. Die nächste Frage an Luzin Mizajejan von Radio Free Europe. Ich habe zwei Fragen, Frau Baerbock. Am letzten September 2022 hat Aserbaidschan das souveräne Territorium Armeniens angegriffen. Sie haben damals gesagt, Sie hätten also nicht klare Feststellungen machen, weil Ihnen die klare Stellung nehmen beziehen, weil Ihnen die Informationen fehlen. Jetzt sprechen wir über Beobachtermissionen, damit die dorthin gehen.
Kann jetzt Deutschland sagen, ob Aserbaidschan die Aggression durchgeführt hat und tatsächlich armenisches souveränes Territorium angegriffen hat, ob sie das ging. Sie haben von aserbaidschanischen Beziehungen zu Aserbaidschan und Verhandlungen gesprochen. Welche Vorschläge haben Sie der Seite unterbreitet? Wie gerade bereits deutlich gemacht hat, stehen wir zur vollen territorialen Integrität und Souveränität von Armenien und von Aserbaidschan. Und wenn fremdes Staatsgebiet von anderen Akteuren besetzt wird, dann ist das ein Völkerrechtsbruch. Wir haben mit Blick auf die Verhandlungen den zweiten Teil Ihrer Frage daher deutlich gemacht, dass wir die Bemühungen der Europäischen Union von Charles Michel in allen Kräften und allen Bereichen unterstützen. Und da brauchen wir insbesondere kurzfristige Maßnahmen mit Blick auf die Situation Bergkarabach und die humanitäre Lage. Und dann brauchen wir Schritte zum Frieden für die Region, weil die Menschen auch dort sehnen sich nach Frieden. Sie sehnen sich danach, endlich in Sicherheit und in Freiheit leben zu können. Ja, soweit also Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nach ihrem Treffen mit dem armenischen Außenminister. Zentrales Thema bei diesem Gespräch natürlich der schwelende Konflikt um die Region Bergkarabach. Aber beide Politiker haben auch noch mal ihr tiefstes Bedauern, ihre Erschütterung über das Ausmaß der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien zum Ausdruck gebracht und weitere Hilfen in Aussicht gestellt. Das Erdbeben in der Türkei, in Syrien mit immer dramatischeren Ausmaßen und einer ständig steigenden Opferzahl wird uns natürlich auch bei Phoenix vor Ort ab 12 Uhr noch einmal maßgeblich beschäftigen. Jetzt aber geht es erstmal weiter mit einem kürzeren viertelstündigen Phoenix Plus zum Thema Alles, was recht ist, wehrhafte Demokratie. Wir sehen uns um 12.